Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video meines Guides zum Thema Nextcloud Upgrade auf die Version 21. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer PHP von der Version 7.4 auf die neueste Version PHP 8.0 aktualisieren könnt. Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast und falls du Fragen hast zum Thema Nextcloud, Linux und Server im Allgemeinen oder auch Hilfe bei diesem Upgrade benötigst, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail an cloud@apfelcast.com und ich versuche euch natürlich hier gerne weiterzuhelfen. Nun, was braucht ihr alles für das Upgrade von PHP? Im Grunde genommen nicht viel. Ihr braucht natürlich eine SSH-Verbindung zu eurem Nextcloud-Server. Auch natürlich wäre es noch gut, wenn ihr im Browser als Admin auf eure Nextcloud draufkommt. Und ganz, ganz wichtig, wie bei jedem Upgrade, wie bei jeder Veränderung einer Installation, ganz nach dem Motto Never Change a Running System, benötigt ihr auch unbedingt ein Backup, am besten des ganzen Servers. Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, auf welchem Server ihr seid. Ein Video, wie ihr ein ganz einfaches, automatisiertes Backup eurer Nextcloud erstellen könnt, findet ihr hier auch im Video verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal direkt rüber auf den Computer und führen das Update mal durch. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier bei mir in der Nextcloud angekommen. Nun, um euch zu zeigen, auf welcher PHP-Version ich jetzt bin, gehe ich hier mal in die Einstellungen rein und wechsle dann hier unten auf den Punkt System. Und hier seht ihr dann unter PHP, dass ich auf PHP 4.3 gerade unterwegs bin und wir möchten nun eben auf PHP 8.0 upgraden. Das eigentliche Upgrade, das führen wir jetzt komplett über die Befehlszeile, also komplett über eine SSH-Verbindung zu unserem Nextcloud-Server durch. Das heißt, da wechseln wir jetzt auch einmal kurz hin. Hier in der Command-Line angekommen, kann es auch schon losgehen. Übrigens, alle Befehle, die ich hier verwende, findet ihr natürlich wie immer auch unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Das erste, was ihr machen solltet, bevor wir mit dem eigentlichen Upgrade loslegen, ist euch mal auflisten bzw. anzeigen zu lassen, welche PHP-Module bzw. PHP-Pakete ihr installiert habt. Das sind diese ganzen hier, curl, gd, gmp und so weiter. Also alles, was ihr in der aktuellen Version, in meinem Fall jetzt hier 7.4 installiert habt, das solltet ihr euch jetzt am besten mal raussuchen, auf der Seite irgendwie notieren, denn diese ganzen Module müssen wir natürlich dann auch passend für PHP 8.0 wieder manuell zusätzlich installieren. Also das einmal notieren. Ich habe natürlich in dieser Befehlsliste, die ich euch hier mitgebe, auch mal so die Standardmodule, die man für Nextcloud braucht, mit reingepackt. Gleicht das aber bitte auf jeden Fall mal ab, dass hier nicht irgendein Paket oder ein Modul verloren geht und dann eine Funktionalität nachher nicht mehr gegeben wäre nach dem Upgrade. Gut, wenn ihr das gemacht habt, dann kann es ans Upgrade rangehen. Als erstes brauchen wir mal dafür die passende Repository und dafür brauchen wir wieder, also als Abhängigkeit davon, die Software Properties Common. Die installieren wir erstmal einmal kurz durch. Kann sein, ihr habt die vielleicht auch schon auf dem Server. Das hängt immer ganz von eurer Ubuntu-Version ab. Wenn das durchgelaufen ist, dann können wir jetzt die aktuelle PHP-Repository hinzufügen. Ganz einfach über Add Up Repository und dann bestätigen wir das hier einmal mit Enter. Und dann wird die auch schon installiert. Ist das durchgelaufen, dann bringen wir unsere Paketquellen auch einmal kurz auf den neuesten Stand. Das geht ganz einfach mit Update. Dann geht es auch schon los mit der Installation von PHP 8.0. Und zwar installieren wir einfach hier mal PHP 8.0 Common, so die Standardmodule und natürlich PHP 8.0 selber und PHP in der Client-Variante. Wir werden im zweiten Schritt, ich mache das immer ganz gerne in zwei Schritten getrennt, dann noch alle weiteren PHP-Module installieren, die wir uns jetzt quasi notiert haben davor. Das bestätigen wir hier mit Yes und dann läuft die Installation auch schon durch. So, jetzt kommt dann hier auch schon einmal die große Befehlskette mit den ganzen Modulen. Wie gesagt, einfach mal das, was ich so für meine Nextcloud hier nutze. Das schicken wir ab, ist natürlich ein etwas größeres Paketchen. Können wir mit Y hier bestätigen und diese ganzen Pakete nun auch automatisch installieren. Jetzt ist die eigentliche Installation von PHP 8.0 abgeschlossen. Wir müssen das Ganze jetzt aber noch aktivieren, also den Versionswechsel innerhalb des Apache Web Servers durchführen. Das geht einmal mit A2DisNMod, also deaktivieren von PHP 7.4 und dann natürlich noch aktivieren von PHP 8.0 und zu guter Letzt müssen wir, wie es hier auch schon steht, einmal den Apache Web Server neu starten. Jetzt können wir mit PHP-V mal checken, ob das funktioniert hat und jawohl, das sieht gut aus. Uns wird hier als PHP-Version 8.0.2 angezeigt. Was ihr jetzt natürlich als nächstes noch machen solltet, ist eure PHP-INI anpassen. Einfach an die Einstellungen, die ihr auch davor in PHP 7.4 schon hattet. Da könnt ihr euch natürlich dann dran orientieren und das entsprechend abändern, je nach Modulen und so weiter, die ihr hier installiert habt.
Und wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann könnt ihr nun als nächstes ganz einfach die alte Version hier entfernen, deinstallieren. Die braucht ihr jetzt nicht mehr. Ganz einfach mit apt-purge und hier mit dieser Angabe, mit dieser Variablen werden dann eben auch alle Abhängigkeiten von PHP 7.4, also die einzelnen Module gleich, mit entfernt. Müssen wir hier natürlich kurz einmal bestätigen. Und dann geht die Deinstallation auch schon los. So, das war's. Jetzt haben wir eigentlich auch schon erfolgreich von PHP 7.4 einmal auf PHP 8.0 geupgradet. Jetzt checken wir das Ganze nochmal im Browser, ob auch noch alles funktioniert. So, hier im Browser angekommen, lade ich die Seite einmal neu. Als erstes sehen wir, die Seite an sich funktioniert noch, das heißt, PHP an sich funktioniert, das ist schon mal gut. Und wenn wir jetzt hier wieder etwas runterscrollen, sehen wir auch PHP 8.0.2. Das Ganze war jetzt hier also erfolgreich. Natürlich, die Werte hier müssen dann in der PHP-INI noch entsprechend angepasst werden. Aber an sich ist das Upgrade nun erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, das Update von PHP auf die Version 8.0 hat auch bei euch nun reibungslos funktioniert. Falls ihr noch Fragen habt oder Probleme habt mit dem Thema Nextcloud, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an cloud@apfelcast.com. Und natürlich, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr zum Thema Nextcloud, Open Source und Server im Allgemeinen verpassen möchtet, dann abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.